vor Kampagne und diesmal werden wir die optionale Mission lieber machen, weil jetzt haben wir alle Beweisstücke, aber bevor wir das machen, reden wir mal kurz hier mit Hudson und so weiter, weil ich könnte auch, glaube ich, mit Wutz reden. Mach's kurz, ich hab zu tun. Oh, schon wieder der eiskalte Typ. Er muss umgekehrt ziemlich größer sein. Das stimmt. Unser Kontakt hat richtig gut geliefert. Was dich angeht, es wird allgemein erwartet, dass du alle Erwartungen übertriffst. Also aus der Tiefe meines Arsches. Willkommen im Team. Was für ein Arschloch, ey. Hast du Bedenken, Wutz bei dieser Mission einzusetzen? Ich bin nicht der Typ, der seine Meinung über Teammitglieder mit Untergebenen diskutiert. Oha. Warum ist Hudson so ein Arschloch? Plan A ist Agent Offenbar. Wir haben Lazar nicht wegen seines Charismas ausgewählt. Entschärfung ist seine Spezialität. Falls er sie nicht entschärfen kann, schärft ihr die Atombombe trotzdem wieder. Packt das dazu. Okay, müsste unser Einsatz ziemlich größer sein? Negativ. Selbst bei dieser Größe könnte Perseus uns wittern und versuchen, den Standort zu wechseln. In diesem Fall sind weniger mehr. Alles klar. Wir befinden uns an der Schwelle eines Atomkrieges, also sollte unsere Information besser stimmen. Sie sind so gut, wie sie nur sein können. Die Geheimdienste versuchen seit Jahren, den genauen Standort von Perseus ausfindig zu machen. Dieser Typ existiert zwischen den Zeiten der Geschichtsschreibung. Nichts würde mir ein größeres Lächeln ins Gesicht zaubern, als dass du ihn persönlich erledigst. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Der Projektor steht in der Ecke, falls du dir die Einzelheiten nochmal ansehen willst. Welcher Projektor? Da drin oder was? Nee. Weil die haben ja immer noch was zu besprechen, ja. Aber die Frage ist nur, warum sind meine Plätze so laut immer, wenn ich die scheiß Spiel spiele? Scheiß Spiel. Nee, aber jetzt mal wirklich, warum ist die PlayStation so laut immer? Ich verstehe das nicht. Nutze den Computer. Was? Hastings, der einzige Tür, Abi Besuch. An Adler, vertraulich. Traurig. Adler, ich habe noch nicht mit Hastings über Yamantau gesprochen, aber Perseus hat auch eine Liste von mir. Ja, komm. Zurück. Verfehle. Oh, hier kann ich mir alles durchlesen. Interessant. Mal gucken, mal ein paar Kellen. Okay, zu viel gesehen. Oh, Frank Wood. 1930 geboren, warte mal. Er ist ja 1950? Ne, 42. Okay. Wann ist der nächste geboren? 33, ja, okay, gut. Warte, Woods ist 30 geboren. Er kaufte die Black Ops 2, das war im Jahr 2025, das bedeutet, er war da... ...95? What the fuck, einfach 95 war er da. Das ist ja gerade schon heftig, ja. Den Projektor benutzen. Okay, durch Diasplittern. Und was bringt mir das eigentlich, wenn ich das jetzt mache? Wow, krass. Sehr viel Information, leck mich am Arsch. Na komm, reden wir mit Wutz. Aufgepasst, es ist Edlers Schützling. Wow. Kennst du Fidel Castro persönlich? Wie das Tragewald in der Mission zugelassen? Wart ihr bei der Jagd auf 30 im Jahr dann dabei? Nein, wir waren in Kaesan und einem anderen Spiel. Richtig. Unser Team stand nach der Landung in Hue direkt neben Erdmus. Damals hatte ich zum ersten Mal das Pech, Hudson zu treffen. In all den Jahren hat sich nichts geändert. Er hat immer noch die Ausstrahlung eines nassen Handtuchs. Au, oh, fuck. Habe ich ihn Tisch geknallt ausgesehen? Okay.
Kennst du viele Kasper? Auf jeden Fall stelle ich die Frage. Ihr seid eine Legende. Hörst du das? Diese scheiß Legenden? Ja, wo immer wir auftauchen jetzt so. Hör doch bloß auf mit dem Scheiß. Du warst nicht gerade beeindruckt im Factown USA. Oder redest du jetzt von Mason? Von Mason natürlich. So war ich hier still. Wo uns hat scheint zu sorgen, was zu machen. Willst du mir irgendwas sagen? Du klingst auch beunruhigt. Wenn du gerade nett sein willst du mir irgendwas sagen? Das, nicht so das, ist so, das ist so, als wenn ich jetzt gerade das Glück geschrieben hätte. Er sollte beunruhigt sein. Du hast dich mit Adler beim KGB eingeschlichen. Die Datenbank gehackt und bist heil wieder rausgekommen. Und ich gehe mit meinem Kumpel. Wenn ich Persos wäre, würde ich mich in die Hügel verziehen. Und ich würde einen Mörserangriff auf den Hügel fordern. Fühlt sich an, als hätte diese Persos-Mission vor einer Ewigkeit begonnen. Für Adler ist das der Höhepunkt einer 3 Jahrzehnte langen Verfolgungsjagd. Er wird es bei dieser Mission super genau nehmen. Du solltest konzentriert bleiben. Und lass den Australien. Es ist schwer zu reden, während die da auch reden. Deswegen wollte ich vorhin noch sagen, dass die Übersetzung von Text von mir hätte stammen können. Weil so ein Deutsch verwende ich auch manchmal. Ich bin konzentriert und tue das für Simpson, Arthur und für mich. Gut. Dann bist du bereit. Also, Peter, ist das jetzt dein Ernst? Das ist ein heikles Thema. Nein, nein, nein. Moment, lass mich das klarstellen. Ja, Castro und mich verbindet eine blutige Geschichte. Ich hatte Gelegenheit, ihn auszuschalten, aber die Aufklärung war Mist. Das sorgte für mächtig Ärger mit den hohen Tieren und DC. Sollte Perseus mit Castro unter einer Decke stecken? Und sollte Hudson eine meiner Kugeln in Friedrichs Kopf finden? Nun, dann nenne ich das Kollateralschaden. Huh. Unter 5 Minuten hat er eine Schimpftirade erwartet. Gut, bis später. Bis später. Alles klar, dann habe ich jetzt mit jedem geredet. Das heißt, erstmal die Operation Roter Zirkus beginnen. Verdächtige ansehen, Beweis untersuchen. Genau, wir haben jetzt diesen Beweis hier. Armbanduhren mit Liste von toten Briefkästen. Also machen wir Gedanken. Die leitenden Agenten haben tote Briefkästen benutzt, um Informationen mit dem KGB auszutauschen. Der MI6 glaubt, dass die Uhr, die wir beim KGB geborgen haben, eine kodierte Liste aktueller Infos enthält. Versuch sie zu entschlüsseln. Der starke Mann hat Listen für neue Rekruten im Parlament erhalten. Krakau-Polen am. Warte, Krakau-Polen? Ich. Gehen wir mal erstmal auf den ersten ein. Die Bärtige Dame, 3 Galerie, Bischofbühne. Kopenhagen, Dänemark am 4.12.80. Dann war er hier. 23.10.80. Okay, Cambridge, England und Kopenhagen, Dänemark. So, würde ich gerne sehen. Okay, das ist der Mann hier. Am 13.10. und der andere war am 4.12., ne? Mal gucken. Ja, okay, dann haben wir unseren ersten Verdächtigen schon mal. Sehr schön. So. Ja, ich glaube, das war der IT, der Cambridge war, ne? Und die Pech ist aber wirklich sehr, sehr laut. Ja, war alles. Dann der starke Mann in Polen und in Barcelona. Also am Krakau Polen 4.10. und Barcelona 9.1. Okay. Hier Krakau, Polen und Barcelona. Okay. Letztes Mal habe ich ja vermutet, dass es der hier ist, ne? Aber dann ist es tatsächlich der hier. Oder war jemand noch im
Barcelona. Oh, okay. Aber da stand doch Mann, oder? Der starke Mann, ja. Okay. Der starke Mann, das heißt. Neunte Erste und 4.10. Ja, beide, ne? Aber da es ein Mann war, ist es tatsächlich der hier. So. Und Beweise untersuchen. Rom, Italien, 9.1. Wien, Österreich, 8.1. 81. Von Wien bis nach Rom einen Tag gebraucht, krass. 8.1.81 und 9.1. Okay. Der Dschungel. Gucken wir mal, wer war von denen? Der hier. Die hier, besser gesagt. Ja, nee, es ist tatsächlich die hier. Ja. Die hier. Wien und Rom, ja. Gut. Alles klar, müssen starten. Wenn Fatim Rudnik tot ist, können sie drei an. Ich hab doch alle Beweise, oder nicht? Der letzte Bericht der bärtigen Dame weist auf eine baldige Abstimmung im Parlament hin. Er glaubt, sein Einfluss reicht aus, um andere auf seine Seite zu bringen. Der starke Mann. Ja, sie, ja gut, dann sind es tatsächlich diese drei Personen. Okay. Ja. Okay. Woods und Mason übernehmen das Kommando. Offenbar versteckt sich Rudnik in einer abgelegenen Sowjetbasis in den Bergen von Usbekistan. Nicht abgelegen genug. Wir setzen unsere Jungs in der Nähe ab und statten ihm einen Besuch an. Stürzen wir diesen Perseus-Lakaien zurecht. Ich hab doch meine drei Verdächtigen, oder nicht? Also ich hab die doch markiert. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass ich sie markiert habe. So. Habe ich sie jetzt markiert? Muss ich was bestätigen? Ich hoffe, ich habe die markiert und bestätigt, ja. Rudnik ist besser in der Basis, wenn wir schon den ganzen Weg hierher sind. Das Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen Verstecken. Okay, wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereit zur Zustellung. Wir brauchen nur eine Adresse. Los, okay. Der da oben. Koordinaten sind unterwegs. Roger. Alles klar. Der Check ist in der Post. Der Check ist in der Post. Also, um einzustecken. Okay. Alles klar. Hab ich ja auch meine drei Verdächtigen wirklich gehabt, oder nicht? Ja, komm, scheiß drauf. So. Aua.
erstmal hier drin ist. So. Was ist denn hier? Okay, ich glaube, der ist hier. Alles klar. So. Gebäude gesichert. Rudnick ist hier nicht. Alles klar, ab zum nächsten Gebäude. Okay, Zeit für Sniper. So. Ah, komm, jetzt soll ich einfach vordringen hier, so. Ich bin jetzt im ganz hinteren Gebäude, eigentlich muss ich... Okay, komm ich hier hoch, da. Zeigt, aber die Gegner sind tot, ne? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So. Ich darf nicht zu hektisch werden. Oh, okay. So. Okay, der Gegner. Alter, der Raketenwerfer. Party. Wo denn? Ich kann die auch irgendwie immer Schadensanzeige rot zu machen, ne? Irgendwie sehr verwirrend. Oh fuck. Erstmal decken bleiben. So, rein hier. So. Vorschuss. Ach ja, wieder ein Foto machen. Mal schön lächeln. Abschuss bestätigt. Wir haben ein Beweisfoto. Vielleicht können wir sehen beim nächsten Mal auf Aufmalen. Gute Arbeit. Evakuierungsheli ist unterwegs. Heli Anführer, wir fangen mit ihm. Boah, den Rest kann ich nicht lesen, weil das alles so weiß ist, ja. Okay. Wo ich mich verteidigen kann. Am besten ganz oben, oder? Dann... Leute, jetzt haben die alles ausgelöst, was für Penner, ey.
denn der Heli? Wo ist er denn? Schau ihn. Wie ist denn das hin, ey? Luftunterstützung, die verschiedene. Oder hat er das nicht so wie gesagt? Ich hab doch einen Sniper, warum verwende ich die nicht? So. Noch ein Gegner irgendwo? Lol. Okay. So. Einsteigen. Ich wette, Pierre war ein Freund wie ein Baby, wenn er hört, dass wir uns den kalt gemacht haben. Und ich hasse Baby. Wir sind hier für mich. Oh mein Gott, what the fuck? Jawohl, sehr gut. Also die Verdächtigen wurden aber hoffentlich markiert, ey. So, was ist das denn immer wieder? Ist das so eine Art Lademenü? Ich habe keine Ahnung. Verfügbar. Alles klar. Ja, ich hab's geschafft, tatsächlich. Krass, geil. Auf jeden Fall, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein zu Call of Duty Black Ops Cold War. Kampagne natürlich. Haut rein, ciao!